Fachkräftemangel gibt es nicht nur in der Industrie, sondern auch in der heimischen Landwirtschaft. Jetzt gibt es bei uns erstmals die Möglichkeit, sich zur sogenannten Wirtschafts- oder Agrarfachkraft ausbilden zu lassen, berichtet Bettina Zeyertz in unserer Serie Landwirtschaft. Die Zeiten sind längst vorbei, wo Knechte und Mägde im Hof waren und viele Generationen zusammengearbeitet haben. Außerdem spezialisieren sich die Landwirte immer mehr und machen sich so auf die Suche nach Fachkräften. Sabine Müller darf am Hof der Familie Tauschmann Elisabeth über die Schulter schauen. Genau dieses Know-how will sie einmal auf ihrem eigenen Bauernhof anwenden. Eine landwirtschaftliche Fachschule hat sie schon absolviert. Und danach wollte ich unbedingt einen Beruf ergreifen, wo ich möglichst flexibel in der Landwirtschaft arbeiten kann. Daniel Lindls Eltern haben einen Hof mit Freilandhühnern. In der neu angebotenen Ausbildung zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft sieht er Zukunftschancen. Der Wahlbindigkeit gehört der Betrieb meiner Eltern, aber ich würde ihn gerne übernehmen als Vollerwerb und nebenbei dann im Maschinenring tätig sein. Ja. Deswegen habe ich ja die Sparte eingeschlagen. In Oberösterreich gibt es diese Ausbildung schon seit 3 Jahren, jetzt auch in der Steiermark. 2 Gründe gibt es. Die Bauern und Bäuerinnen finden in der Nachbarschaft keine Leute mehr. Und der zweite ist, dass in den landwirtschaftlichen Schulen eigentlich viele Schüler ausgebildet werden, die eigentlich keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, aber in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Die Betriebe werden größer, die Familien sind kleiner und eben um diese Arbeitsspitzen abdecken zu können, aber auch um zum Beispiel den Familien daheim Urlaub zu ermöglichen oder im Notfall ein Backup zu haben, wenn jetzt jemand erkrankt oder längere Zeit im Krankenhaus ist. Die 12 Teilnehmer sind während der 2-jährigen Ausbildung beim Maschinenring angestellt und schnuppern überall hinein. Man hat den Agrarbereich auch viel und da tun wir zum Beispiel Betriebshelfer, da war ich schon bei mehreren Betrieben. Dann im Personalleasing, da bin ich von der Pflasterei bis zur Zimmerei. Im Service bin ich momentan, habe ich einen Amphibienzaum machen müssen und jetzt Haus entrümpeln und so Sachen. Ich hoffe, dass ich weiter ein tatkräftiges Mitglied im Maschinenring-Team sein kann und mir langsam, aber sicher auch meine eigene Landwirtschaft daheim aufbauen kann. 2 mal 10 Wochen drückt man die Schulbank in landwirtschaftlichen Fachschulen, ähnlich einer Berufsschule. Diese Kräfte sind überall einsetzbar. Sie werden darauf geschult, dass sie in der Landwirtschaft einsetzbar sind, auch im kommunalen Bereich, Winterdienst, Schneeräumung, Sommerdienst, aber auch bei Betrieben in den Handwerksbetrieben aushelfen können. Das Personal und die Geräte vom Maschinenring können auch von Privatpersonen angemietet werden.